Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ark Survival Evolved. Ich bin jetzt hier am Strand in der Nähe von meiner Hauptbase, ja. Und ich habe mitgebracht ein paar Sachen. Und zwar habe ich mir meine Taucherausrüstung mitgebracht. Die können wir auch gleich mal anlegen. Huch. Flup, flup, flup. So. Rumpf. Kopf, Füße und Hose. Handschuhe habe ich jetzt nicht. Ach komm, da lassen wir die Pelzfäustlinge an. Da greifen wir wenigstens weich. So, und dem Ketzal, den gebe ich mal die Rüstung. Dann muss der ich die nicht so viel tragen. Und ihr seht es auch, ich habe 4 Kibbels. Ich konnte noch einen Kibbel machen. Und ich habe viele Betäubungspfeile dabei. 2 Armbrüste. Und ganz viele Narcotics. Und ein bisschen Fleisch für mich zum Essen. Gut, dann wollen wir mal. Das ist der Ichti, der ist leider nicht so ein hohes Level. Aber mal schauen, es wird schon reichen, hoffe ich. Oh, das sind schon Haie. Okay, wir machen mal gleich hier die Tür zu, dass die da nicht reinschwimmen. So, ich kann ja jetzt unter Wasser bleiben, dank meiner tollen Rüstung. Also dank meiner tollen Taucherausrüstung. Muss nur aufpassen. Der Ichti hat, wie gesagt, nur gerade mal 282 Leben. Das ist nicht viel. Im Gegenteil, das ist richtig wenig. Also wenn so ein Plesio ein-, zweimal zubeißt, ist der schon tot. Ja. Also da muss man wirklich fiesch aufpassen. Und ich muss jetzt erstmal, bevor ich den Plesio suche, muss ich erstmal die eine Unterwasserhöhle wiederfinden. Denn ich hatte ja schon mal einen Plesio gezähmt in einem von diesen Livestream-Specials, wo ich noch den Community-Server hatte. Das war sogar, ich glaube, das zweite, was wir gemacht haben. Nee, das war sogar das erste, was wir gemacht haben in den Community-Streams. Wir haben den Plesio gezähmt. Kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Wo ist diese Unterwasserhöhle? Wartet mal, wenn ich in der Ego-Ansicht tauche, da sehe ich doch... Genau, das ist ja das Lustige. Wenn ich hier Außenansicht schwimme, ja, sehe ich zwar die Brille, aber es ist alles noch genauso trübe wie sonst auch. Und wenn ich aus der Ego-Ansicht schwimme, ist es überhaupt nicht mehr trübe. Da sehe ich plötzlich jedes Detail. Aber irgendwie kann ich mich gerade schon wieder nicht mehr so gut dran erinnern, wo jetzt diese Unterwasserhöhle gewesen ist. War die nicht hier sogar? Ja, da ist sie doch. Haha, gesucht und gefunden. Genau, also der Plan ist jetzt, ich werde diesen Plesio hier an diesen Höhleneingang locken. Da kommt er nicht rein. Oh Gott, da ist ja schon einer. Ha! Huhu! Scheiße! Alter Schwede, habe ich mich erschrocken. Großer Gott. So, da ist er schon. Der Allmächtige. Oh shit. Alter, das sind ja mehrere. Krass. Oh, ein Anglerfisch ist auch da. Wo ist er denn jetzt hin? Ah! Ha! Ekliges Vieh. Hilfe! Gott. Scheiße. Habe ich mich erschrocken, ey. Wo ist das Vieh denn jetzt hin? Das war ein Anglerfisch. Ah, da ist der Plesio. Huch. Betäub dich. Welchen Level hast denn du? Kann ich unter Wasser das Fernglas benutzen eigentlich? Wartet mal. 35. Ja, Level 35. Bei dem Vieh ist Level 35 okay. Kann man machen. Scheiße, ich hoffe, der Ichti steht auf Passiv. Nicht, dass der noch in den Kampf zieht. Wartet mal, das müssen wir mal gleich klären. Du... Genau, du bist passiv, alles klar. Komm her. Nicht wegschwimmen. Nicht wegschwimmen. Bleibst du hier? Hallo? Der Plesio haut ab. Ha! Gott. Wie viele sind denn das hier?
Hä, wo schwimmen die jetzt hin? Was ist denn da los? Wieso schwimmen die jetzt weg? Verstehe ich nicht. Ich habe Angst. Angst rauszugehen. Haben die zu viel Torporschaden jetzt schon gekriegt? Kann das der Grund sein? Oh, da kommen sie wieder. Uah. Schnell in die Höhle. Kommt er? Ja. Ist das jetzt noch der gleiche? Ist das jetzt noch der mit Level 34? Wartet mal. Level 64, Alter. Das wird nicht einfach. Und ich habe nur noch 86 Narkopfeile. Ich darf nicht wegschwimmen. Der muss die Lust behalten, auf mich drauf zu gehen. Der muss geil auf mich sein, ja. Der muss Bock auf mich haben. Damit er hier immer schön an den Höhleneingang ranfliegt. Ich muss ein bisschen länger, ein bisschen mehr Zeit zwischen den Schüssen lassen. Oh. Ist er betäubt? Nee. Er haut einfach nur ab. Bleib hier, du Gerät. Schwimm noch nicht weg. Gibt's doch nicht. Ich verfolge dich. Ich folge dir. Kriege dich. Verdammt. Ich habe ihn noch erwischt. Am Arsch getroffen. Oh Mist, ich bin voll weit weg. Schnell zurück. Oh, er kommt wieder. Ah. Oh nein. Oh nein. Geh weg. Ah. Scheiße. Schnell. Schnell. Oh. Ah. Jetzt sind es beide. Beide sind da. Gut. Himmels Willen. Jetzt haust du wieder ab, ne? Mieses kleines Gerät. Verdammt. Haut doch nicht ab. Ich krieg euch eh down. Irgendeinen von euch krieg ich down. 64 Pfeile noch. Jetzt hauen sie wieder ab. Immer schön hinterher schwimmen. Und Pfeile reinjagen. Oh, da kommt der andere wieder. Ah! Gott, das schaffe ich nicht mehr. Oh nein! Schnell! Schnell! Ah! In den Popo hat er mich gebissen. So geht das aber nicht. So geht das aber gar nicht hier. Wie finden wir denn das? Einfach in den Popo beißen. Rastet voll aus, ey. Ich glaube, der blaue ist der mit Level 34 und der so ein bisschen grünlich aussieht, ist der Level 64er. Oder 67 oder was das war. Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Schauen wir mal. Aber der ist doch schon total blutig, kann das sein? Oder kommt mir das jetzt nur so vor? Ja, power dich ruhig aus. Jetzt haust du wieder ab, ne? Aha! Ah, der andere ist ja auch noch da. Betäub ich dich halt auch. Okay, es geht nicht. Mist. Warte mal, ich muss vorsichtig ran. Kibbles. Narcotics. Ich hoffe, die Kibbles reichen, ey. Wie viel Leben hat denn der noch? Okay, der hat die Hälfte Leben verloren. Ich lasse mal den anderen Plesio wegschwimmen jetzt. Mir reicht der mit Level 35. Ich will den Level 60er jetzt nicht auch noch haben. So viele Kibbles habe ich auch gar nicht dabei. Und ich glaube, der Level 35er müsste mit den Kibbles, die ich jetzt dabei habe, recht schnell zähmbar sein. Schauen wir mal. Weiblich gestärkt. Ach so, gestärkt heißt, dass er mate-boosted ist wahrscheinlich. So, dann friss mal. Zeig mir mal, wie schnell das geht.
mein Freund. Nicht, dass der dann den Level 60er angreift und der ist dann gleich tot hier. Das wäre natürlich nicht so gut. Falls ihr euch übrigens wundert, dass ich vielleicht ab und zu noch ein bisschen heiser klinge, ich bin nach wie vor noch krank, ja, das ist immer noch die gleiche Sitzung. Und ja, ich hoffe, mein Zustand bessert sich jetzt demnächst ein bisschen. Zu dem Zeitpunkt, an dem ihr das hier seht, bin ich aber wahrscheinlich schon wieder gesund, schätze ich jetzt mal. Oder gehe ich mal schwer von aus. Mal schauen. Und sollten keine Arc-Videos mehr kommen nach diesem hier, dann wisst ihr, dass ich wahrscheinlich nicht gesund geworden bin, dass ich wahrscheinlich dann doch etwas kränker geworden bin noch. Aha, guckt mal. Also das war doch jetzt gut ein Drittel hier, oder? Nee, ein Viertel. Ein knappes Viertel hat er jetzt gezähmt gekriegt hier. Mit dem Kibbel. Und 17 Level kriegt er oben drauf. Dann ist er so ungefähr bei Level 52, ne? Oder, ne, 53. Ne, 52. 52. Bei Level 52 ist er dann. Das ist doch eigentlich ganz gut. Da kann er auf jeden Fall sich mit dem anderen messen. Mit dem Level 68er da. Aber ich glaube, ich force-feede dem nochmal schnell. Hat er gerade Schaden gekriegt? Nee. Ist eigentlich der andere Plesio noch da? Vorsichtig gucken. Ich sehe ihn nicht. Okay, ich hol mir mal normales Fleisch aus dem Ichthyo. Aus Flipper. Und dann gebe ich das nämlich dem Plesio. Dann kriegt er nämlich ein bisschen Gesundheit wieder zurück. Ich glaube, das hat er ziemlich dringend. Hat er gerade Schaden gekriegt? Der zuckt immer so seltsam. Nicht, dass der hier angefressen wird von irgendwas. Von irgendwas, was außerhalb der Höhle ist zum Beispiel. Okay, ich muss jetzt mal kurz aus dem Wasser raus. Hallo, ich sagte aus dem Wasser. Und muss mal schnell was essen. Ich habe nämlich auch Leben verloren, sehe ich gerade. Ist gar nicht mal so gut. Da muss ich mich natürlich auch mal ein bisschen heilen. Aber es ist gut, dass ich so viele Narkopfeile mitgenommen habe. Ich hätte echt nicht weniger mitnehmen dürfen. Oder ist ja der andere Plesio schon wieder. Mist. Oder? Nee. Ist es der andere Plesio? Nee, es ist ein Stein. Ich sehe schon Sachen, die gar nicht da sind. Ich bin schon total paranoid. Genau, das ist der Bewusstlose. Warum sehe ich die Zähmenleiste immer so schlecht? Ich will die Zähmenleiste besser sehen. Das Inventar sieht man auch voll schlecht. Hallo? Ich komme nicht ins Inventar jetzt plötzlich. Will doch gucken, wie viel... Okay, der frisst gleich wieder. Achtung. Gleich frisst er, gleich frisst er, gleich frisst er, gleich frisst er. Oh verdammt, ich sehe gerade, falls die Kibbles nicht ausreichen sollten, muss ich noch irgendwoher Prime Meat herkriegen. Und vor allem, ich habe ja nichts, um jetzt Prime Meat irgendwie zu bekommen. Weil der mit Flipper irgendwie jetzt einen Hai töten, das wird nichts. Das können wir knicken, glaube ich. Mit einem Level 8 Flipper. Das kriegt der nicht hin. Komm jetzt, friss. Aha, okay, er hat schon die Hälfte. Nee, die Kibbles reichen aus, okay. Alles ist gut. Die Kibbles reichen aus. Es dauert nur so ewig lange, bis er mal frisst. 99,9% Effizienz. Ist natürlich sehr nice. Ich glaube, das ist auch ganz gut, dass ich den Plesio hier genommen habe, den Level 35er. Weil bei dem anderen hätten, glaube ich, die Kibbles auch gar nicht gereicht, bei dem High Level. Da hätte ich mehr Kibbles gebraucht. Da hätte ich bestimmt ein oder zwei Kibbles mehr gebraucht. Bei dem anderen. Da hätten vier Kibbles gar nicht gereicht. Auf jeden Fall gut, dass es so gut klappt, finde ich. Und da müssen wir ja auch gar nicht jetzt die Folge beenden oder so. Dann können wir den ja noch in dieser Folge auf jeden Fall zähmen. Das müsste auf jeden Fall klappen. Aber mein Hals nervt mich gerade so ein bisschen. Ich habe ja heute schon 3 Folgen aufgenommen. Das ist jetzt die 4., die ich heute aufnehme. Und ich merke es halt echt, wie es mir im Hals kratzt. Ey, das ist echt ein bisschen nervig.
meine Stimme versagt. Aber es kann zum Beispiel auch sein, dass es morgen noch schlimmer wird mit der Stimme. Deshalb habe ich mir gesagt, nehme ich heute lieber einen ordentlichen Schwung auf, damit ich halt ein bisschen Vorlauf habe, falls mir doch schlechter gehen sollte, dass ich dann ein bisschen Puffer nach hinten raus habe. Daumen drücken, dass es nicht schlimmer wird, kann ich da noch sagen. Das gilt an alle, die das sehen. Daumen drücken. Ich meine, gut, wenn ihr jetzt Daumen drückt, ist es zu spät, weil ihr seht das ja in der Zukunft. Ich bin ja quasi, ich spreche ja zu euch aus der Vergangenheit insofern. Das ist ja diese Sache mit der Zeitreise wieder. Let's Plays sind ja eigentlich Zeitreisen. Man reist ja eigentlich in die Vergangenheit und sieht dem Let's Player in der Vergangenheit zu, was er in der Vergangenheit gemacht hat. Und man hört ihm auch in der Vergangenheit zu. So. Aha, wie viel Kibbels hast du noch? Ein Kibbel ist noch drin, alles klar. Ich musste nicht mal betäuben, wie geil ist das denn? Ich muss den dann ganz schnell auf neutral stellen, dass er jetzt nicht irgendwie, dass er nicht irgendwie jemanden angreift oder so. Und dann müssen wir uns ganz schnell hier verpieseln. Aber wirklich ganz schnell. Damit der andere Plesio nicht ankommt und den hier auffrisst. Weil die Gesundheit sieht jetzt von dem nicht so gut aus. Und wie gesagt, wilde Dinos machen ja mehr Schaden. Selbst wenn sie halbwegs gleiches Level haben, sind sie ein bisschen stärker als die Gezähmten. Und da muss man halt echt aufpassen. Gerade weil ich jetzt auch noch keinen Sattel habe und sie dann einfach aus der Affäre ziehen kann quasi. Also die arme Nessie. Ich nenne sie Nessie, natürlich. Im Plesio, der muss einfach Nessie heißen. Das, sonst würde was nicht stimmen. Gleich frisst sie wieder. In gut 10 Sekunden. Der Countdown läuft. Ich nehme schon mal die Armbrust, ich will die schon mal ab. Und dann, sobald ich sie benannt habe, springe ich schnell auf Flipper rauf. Und dann sind wir hier ganz schnell weg, würde ich sagen. Komm schon. Friss. Friss doch. Los. Mampfi, Mampfi machen. Ich will hier weg. Ich will aus der Höhle raus. Will ganz schnell aus dieser Höhle raus. Aus dieser dunklen Unterwasserhöhle. Ah ja, okay. Da freut sie sich. Ist es nicht schön? Ich habe eine Nessie. Eine dicke kleine Nessie mit einem langen Hals. So, dann wollen wir mal. Ach, in der Höhle regnet es wieder, habt ihr das gehört? Komm mal mit, Nessie. Du bist hinter mir, alles klar. Wir hauen mal von hier ab. Bevor du noch irgendwie angegriffen wirst oder so. Oh scheiße, ist das der andere? Habe ich da gerade den anderen Plesio gesehen? Oder war das eine Illusion? Nee, das ist der... das war der... Die Rückenflosse vom Ichthyo habe ich gesehen. Ich dachte, das wäre der zweite Plesio. Bin schon voll erschrocken hier. Das geht ja mal gar nicht, mich so zu erschrecken. Was fällt euch ein? Bist du da? Ja, da hinten ist sie. Die Nessie. Das war doch easy, oder? Voll gechillt. Huch. Nein, nicht in mich reinschwimmen. Oh Gott, da unten sind Haie. So. Und da sind wir auch schon. Am sicheren Hafen. Uah. Schnell rein. Ah. Hä? Gott. Ich bin leicht irritiert. Ich bin leicht verwirrt. Ich muss mal doch aus der Außenansicht schwimmen. Sonst blicke ich hier nicht durch. So. Nessie, du bleibst mal da hinten. Wow. Schnell Sicht machen hier. Zeig's ihm, Nessie. Zeig's ihm. Lass dich von so einem Hai nicht platt machen. Ey, der Hai, der... Was ist hier los? Töte ihn. Ich muss, glaube ich, helfen. Haha. Du killed a Megalodon. Okay. Du, wer ist du? Also ich. Ich glaube, ich bin gemeint. So, das ist schönes Futter für Nessie, auf jeden Fall. Das können wir ihr gleich mal geben. Nessie? Gib mir mal dein Inventar.
Brave Nessie, feine Nessie, hast du fein gemacht. Kriegst auch feines, frisches Fleisch als Belohnung. Also ich glaube, Nessie ist hier gut versorgt. Da wird immer mal ein Megalodon vorbeigeschwommen kommen und sich mit ihr anlegen wollen. Ich stelle sie mal auf neutral. Genau. Wunderbar. Wir haben eine Nessie. Wir haben eine Nessie. Juhu. Brauchen wir nur noch einen Sattel. Und dann passt das. Dann würde ich sagen, an der Stelle ist jetzt erstmal die Folge zu Ende. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Ark Survival Wolf. Bis dann, ciao, ciao.